Okay, geil. Ich habe gemerkt, dass ich mein Mikrofon die ganze Zeit aus hatte. Hey. Ich bin trotzdem sofort wieder da. Meine Katze motzt mich gerade die ganze Zeit. So, also jetzt ist das Mikro an. Ich hoffe zumindest, dass ich vielleicht sogar alles anhatte. Warum auch immer ich das nicht hatte. So. Menü öffnen. Öl nachfüllen brauche ich jetzt. Eigentlich müsste der jetzt Motor. Montage von Teil. Wieso sollte der. Irgendwo muss jetzt Öl normalerweise nachgefüllt werden. Öfen. Montage von Teilen. Ja, okay. Machen wir das Öl rein. Damit wir weiter können. Klappe zu, Affe tot. Eigentlich muss alles erledigt sein. Fahrzeuginfo. Ja. Man sollte auch weiter drauf gucken. Kraftstofffilter, Drosselklappe und die Zündspule einzeln funken. Ja, merke, ich habe ja zu schnell gearbeitet. Eine von denen muss kaputt sein. Die Drosselklappe. Wo finde ich jetzt eine Drosselklappe? Bestimmt hier oben irgendwo. Warte mal. Zylinderkopfhaube. Hier runter. Kann ja nur irgendwas vorne mit irgendeiner Klappe zu tun haben. Finde ich denn die jetzt spontan? Also der Filter, der ist klar. Das ist das, was ich eben auch angemerkt habe. Was ich gesagt habe, das sieht ein bisschen scheiße aus, aber er wollte keine. Doch, wollte er. Und ich hab's nicht gepa ich hab's nicht gecheckt. So, jetzt muss ich gerade finden, wofür ich die fucking Drosselklappe. 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 Aber was? Wo? Ja, ich brauche das richtige Bauteil. Ich kann jetzt nicht auf Google irgendwas bestellen. Weil es wird zu teuer. Ich habe jetzt keinen Plan. Ich muss jetzt tatsächlich suchen. Getriebe ist es nicht, das ist der Plan. Weiß. Ach, geht mir diese Karre gerade ein bisschen auf den Senkel. Herr Mann, das ist meine eigene Schuld. Muss ich jetzt tatsächlich wieder an die Über. Muss ich jetzt tatsächlich wieder unten ran, weil dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein dickes Problem. Na, ich vermute, dass es hier irgendwo vorne sitzt. Aber es ist halt. Ist halt einfach nur auf gut Glück jetzt geraten. Ist hier unten nochmal rein kurbeln. Riemenspanne. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding sitzt.
Scheiße. Ich hab keinen Plan, ey. Ach, ärgert mich das gerade so ein bisschen. Wasserpumpe. Ich kann ja dahinter vielleicht irgendwo. In den Rolle. Karobelriemenscheibe. Nee. Jetzt kann die ganzen Scheiben weg. Wo sitzt die scheiß Trotzelklappe? Suche jetzt das Ding. Ich hoffe, dass das nicht mit dem zu tun hat. Servopumpe. Vielleicht. Nee, auch nicht. Steuergehäuse. Und die Rolle. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan gerade irgendwie. Ich bin komplett gerade planlos. Ich versuche es jetzt einfach zu suchen. Luftfilter kann es auch, wird es wahrscheinlich nicht sein. Halt das noch nur um den Rolle davor, dann kann ich die Steuergehäuse rausnehmen. Und vielleicht habe ich ein bisschen Dusel, dass ich dahinter was finde. Komm, lass mal raus. Suche eine kleine Motorblock, brauche ich nicht. Ah, ich habe keinen Plan mit der Sache. Jetzt mal hier vorne. Vielleicht hat man mal Zahnriemen, wo rings. Ach, du ringst hier mit dran, ne? Der erste Zahnriemen raus. Der zweite Zahnriemen raus. Das Nockenwellenrad raus. Kann ich die Nockenwelle demontieren? Drosselklappe. Ich habe davon gehört, ja, aber ich bin gerade komplett out of order. Ich habe keine Ahnung, was ich suche. Ich bin jetzt gerade nur wirklich auf Dings. Abgaskammer mal weg. Ich bin jetzt gerade komplett überfragt. Ich denke mal, manche Leute, die sitzt da und da. Ja, das bringt mir jetzt nichts. Ja, kein Plan. Kein Plan von der Motorblock weg. Ich hab keinen Plan von der Scheiße. Immer Motorblock, Füllfilter. Ja, ich muss wahrscheinlich wieder als nächstes die Ölwanne wieder rausnehmen. Weil ich muss den Motor auseinandernehmen. Also das Ding sitzt im Motor, da bin ich mir fast sicher. Aber jetzt nervt es mich gerade wieder, dass ich alles zusammengebaut habe schon. Ich habe alles zusammengebaut. Keine Ahnung davon. Kopfverstärker raus. Zylinderkopfdichtung raus. Ja, das wird wieder ein Ding, so mehrere Folgen-Ding werden. So, ich da. Hilfe! Och ja. Vor allem jetzt gerade, dass ich das ganze Ding am Anfang ohne Aufnahme hatte, bzw. wahrscheinlich in der letzten Folge ohne Ton war. Es tut mir leid. So. Nee, Zylinderkopf muss ich nicht demontieren. Ich muss hier die Zündkerze rausnehmen. Kann der hier weg. Kann das Teil hier raus. Ja, keine Ahnung. Ja, Zylinder-Motorblock kann ich nicht rausnehmen. Das ist das Problem an der Sache. Wahrscheinlich hier einen Ölfilter mal rausnehmen. Ach Mann! Drosselklappe. Ja, da hat er gesagt, dass das Ding keine Leistung hat. Ich hatte die Karre schön wieder zusammen. Warum? So, fisch da das Ding weg.
Vielleicht kann ich die Aufhängung dran lassen. Dass ich über die Links gehe. Ich muss das Getriebe ja wieder demontieren. Das, was ich so schön drin hatte, weil ich ja Schwungrad dran hatte. Ich habe alles so schön gemacht. Ich habe das Tür wann einfach lassen können. Dass ich das Ding jetzt von oben weg baue. Schwungrad, das neue. Ja, das ist natürlich jetzt das Problem, weil ich jetzt wahrscheinlich. Warte mal, demontieren von Scheiben. Die Montage von Teilen. Also das neue Öl, was ich gerade reingetan habe, mal wieder. Ah, ja, Gerät bewegen. So, also wieder vorne. Gerät benutze. Ich mit dem Öl. Sorry, ich muss schon wieder ran. Gut, kannst du jetzt wieder zurück? Gerät bewegen. Ja, Gerät bewegen. Und zurückstellen mich damit. Und dann müssen wir die Ölwanne demontieren. Nicht so einfach dran, ne? Ohne da irgendwas zu machen. Bleilagerdeckel. So, damit. Der hat noch mehr Dinger da drin. So, da ist noch einer. Bleilagerdecke, wie hat denn der? Ja, einiges da an Teilen, was da dran hängt. Da ist noch einer. Der so schön ist. Habe ich wahrscheinlich wieder zig vergessen. So, wenn ich die Mutter demontiert habe und das Teil nicht finde, dann darf ich wieder weitersuchen. Ich hoffe, dass ich da auch, dass ich die Kurve demontieren kann, ne? Natürlich nicht. Oder noch, da fehlt noch eins. Nö, immer noch nicht. Lass mich raten, weil die scheiß Achse im Weg ist, oder was? Ich hab die Kacke zusammengebaut. Lass mich doch einfach nur in Ruhe. Nein, darf nicht. Ja gut, die ganze Scheiße, die ich vorne wieder zusammengebastelt habe, darf ich jetzt komplett wieder auflösen. Ja, Mann. Also wieder raus. Mäh. Moment, einfach, weil ich nicht gelesen habe. So, ich kann die Mutter natürlich noch nicht ziehen. Ich muss ja wissen, welches ich kaufen muss. Das ist das Problem. Ich muss das Ding ja finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. Vermutlich halt, wie gesagt, echt in der Dings. Im Motor. Das ist jetzt meine Vermutung halt. Vielleicht mit dem Bremsler-Dings. Die ganze Schose schon wieder auseinander zusammengebaut. Und jetzt sagt er mir, hehe, du musst da noch was ran. Aber ich habe halt nicht gelesen. Das ist meine eigene Blödheit gerade. So, die komische. Ne, ich stoße einfach nicht. Die Koppelstange weg.
das Ding gezogen werden. Wenn ich die Vorderachse runter habe, dann kann ich dann weitermachen mit dem. Geht hier weg. Das hat sich immer noch nicht geht. Ich muss ja erstmal noch die andere Seite wieder auseinanderbauen. Der Mechaniker hat ja ein bisschen Scheiße gebaut. Wenn die Vorderachse runter ist, mache ich einen kleinen Break und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann demontieren wir den Motor. Und dann hoffe ich, dass ich das Teil finde. So, und dann hoffe ich, dass wir vielleicht auch in der nächsten Folge das Ding wieder zusammengebastelt haben. Weil dann weiß ich auch, was ich bestellen muss. Es gibt mehrere verschiedene, das haben wir ja schon mal geguckt heute. Ich wollte keine halbe Stunde Folge mehr machen. Darauf wird es jetzt hier rauslaufen. Als kleine Entschuldigung für morgen. Von wahrscheinlich gestrige Folge, dass ich keinen Ton habe. Zumindest keinen Sprachton. Weil ich mein Mikro ja gemutet habe. Ja, das Problem, wenn du es nicht gewohnt bist. Dann gehen jetzt die. Ich muss ja die Gummilagerbuchse rausnehmen. Ich kann ja das ganze Ding nicht in einem Rutsch ziehen. Nein, nein, ich muss ja einzeln weitermachen. Das ist ein Schwachsinn. Weg. Jetzt gehe ich nochmal auf die andere Seite, um die nächsten Dinger zu ziehen. Ach, die sind schon raus. Okay. Schon gut gemacht. So, dann mal. Nö, eigentlich nicht. Aber irgendwo muss ich jetzt. Ja, ich damit, genau. So, Kurbelwelle raus. Nein, kommen wir natürlich nicht raus. Warum kann ich die Scheiße. Warte, ach, hier unten. Hey, warte mal, wieso kann ich die Kurve nicht ziehen? Wo scheiterst du jetzt? Ja, ich weiß auch wo. An den Pleulagern. So. Nein. Der wird dann. Ich hoffe, dass ich jetzt rundkomme. Wo steckt sich das Teil? Wo versteckt sich die Drosselklappe? Motor bringt keine Leistung. Das ist ja das, was er mir anmerkt. Also muss es ja irgendwas mit dem Motor zu tun haben. So, jetzt kann ich den Motor. Ne, kann ich natürlich noch nicht. Jetzt muss ich wieder runter. So, weiter geht die Reise. Scheiße. So. Ich habe das Teil noch nicht gefunden. Jetzt sag mir, das ist nicht, dass das so ein einfaches, banales Teil ist. Okay. Flachsen. Soll ich jetzt echt verarschen? Sag mir doch nicht, dass das Teil hinten irgendwo im Heck sitzt. Wie zum Beispiel der Kraftstofffilter. Nicht, dass das Teil irgendwo mal im Heck sitzt. Nein, eigentlich nicht. Hm.
Die Drosselklappe, die sitzt doch vorne im Motor, oder nicht? Ist jetzt blöder? Ich hab den Motor komplett demontiert. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil sitzt. Ich weiß jetzt echt nicht. Wo sitzt die fucking Drosselklappe bei der Karre? Jetzt komplett überfragt. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das habe ich ja gesagt, dass ich die Vorderachse demontiert habe. Gucken wir mal weiter dann. Ich habe immer noch keine Ahnung. Tschüss.